Soweit, dass man selbst Hand oder Faden anlegen muss, ist es noch nicht. Aber in manch ländlicher Region in Deutschland scheint es, als sei man auf dem besten Weg zur Lücke. Denn wenn Zahnärzte dort in Rente gehen, folgen zu wenige nach, die eine Versorgung für alle sicherstellen könnten. In Brandenburg gibt es eine, die diese Versorgungslöcher füllen will und sich ganz besonders engagiert. Robert Holm und Andreas König waren mittendrin in Templin und haben eine Zahnärztin begleitet, die zu den Patienten kommt, damit die auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. 3-3 ist da, 3-4 ist da. Und 3-5 wäre, ist abgebrochen. Eine Erstuntersuchung. Diese Patientin kennt Zahnärztin Kerstin Finger noch nicht. Das hier ist nicht ihre Praxis. Es ist ein Zimmer im Seniorenheim. Die beiden abgebrochenen Zähne, die könnten bleiben, solange sie ihnen keine Beschwerden machen. Ansonsten rufen sie mich einfach, dann nehmen wir sie raus. Und Kerstin Finger wird oft gerufen. Viele Patienten wohnen auf dem Dorf. Ist auch nicht schlecht. Sie sagen ja, oh, auf dem Dorf wohnt sich das schön. Ich finde es ja auch schöner hier als in der Großstadt. Die nächste Großstadt ist hier in der Uckermark mehr als eine Autostunde entfernt. Und ohne Auto geht hier fast nichts. Zur Arbeit, zum Einkaufen und eben zum Arzt. Wir hatten in Lüchen 3 Zahnärzte, jetzt sind es 2. Wir hatten in Milbersdorf eine Praxis, die ist jetzt geschlossen. Die Wege werden länger. Das ist besonders für ältere Menschen schlimm, denn die kommen oft kaum noch weg aus ihren Dörfern. Geht's gut bei euch? Nee, das ist ja nicht gut. Hier nicht? Die Nachbar hat die da so schlecht. Ja. Gut. Ich komm demnächst mal. Ja, gut. Schöne Grüße. Früher kam dieser Mann zu ihr in die Praxis nach Templin. Heute schafft er die gut 20 Kilometer nicht mehr alleine. Diese Menschen sind mir ins Herz gewachsen. Also das sind so engere Beziehungen, als es vielleicht normal ist. 5000 Hausbesuche hat sie in den letzten 13 Jahren gemacht, schätzt sie. Diese Frau ist 94 Jahre alt. Ihre Zahnprothese war kaputt. Jetzt ist sie repariert und wird ausprobiert. Na, soll ich helfen? Ich glaube, wir müssen einmal drücken. Ich muss mal drücken, ja? Klack. Aber du kriegst nicht wieder raus. Wetten das? Probieren Sie mal. Machen Sie mal ganz fest zu. Wir müssen noch mal zurück. Ganz fest zu. Was, Kameraden? Wir müssen zurück. Es dauert. In diesem Tempo schafft Kerstin Finger weniger Patienten als in ihrer Praxis. Dazu die langen Fahrzeiten. Richtig wirtschaftlich ist das nicht, sagt sie, obwohl sie von den Kassen schon etwas mehr Geld dafür bekommt. Doch sie sieht ihre Arbeit als Dienst für die Gemeinschaft, gerade hier in der Uckermark, wo junge Ärzte fehlen. Bei den jungen Leuten hat das Land kein gutes Image. Und da streben die allermeisten eben doch in die größeren Städte und nicht aufs Land. Und das könnte man beheben mit einer Verpflichtung, nach dem Studium dorthin zu gehen, wo der erhöhte Bedarf eben ist. Guten Morgen! Dustin Schulz kann sich immer schlechter bewegen. Wegen einer Krankheit bauen seine Muskeln ab. Beim Zahnarzt im Nachbarort war er das letzte Mal vor der Corona-Pandemie. Und schon damals war es kompliziert. Sie sind Autorennen, die setzt öfter in den Rollstuhl und anderen. Denn da die 5 Stufen nur mit ihm rückwärts hochgestuckert. Und dann darauf gesetzt und dann die ganze Prozedur wieder zurück. Wir waren einen halben Tag unterwegs. So, ganz weit auf. Sehr super. Schön. Versuch einfach durch die Nase zu atmen. Heute wird gebohrt. Dustin kriegt 2 Füllungen. Der tut weh, ne? Schaffst du noch einmal, dann bin ich fertig. Gleich geschafft. Unangenehm für Dustin, aber wichtig. Kerstin Finger beseitigt Karies und entfernt Zahnstein. Mehr kann man sich nicht wünschen und mehr kann ich den Hut nicht ziehen vor die junge Frau hier. Kerstin Finger ist jetzt 63. 5 Jahre will sie noch machen. Nachfolge ist nicht in Sicht. Und ohne Nachfolge keine Versorgung. Sie haben heute schon einen deutlich eingeschränkteren Zugang zu medizinischer und zahnmedizinischer Versorgung. Und ich sehe da im Moment auch keine Verbesserung am Horizont. Und das ärgert sie. Denn die Leidtragenden sind am Ende die Menschen auf dem Land. Ihre Patienten.